Was geht ab, meine Hosifalter Osiri, und heute mit dem Showcase zu Sie lassen das und Arms. Zu Sie lassen und Arms. Sorry, Freunde, ich bin ein bisschen aufgebracht wegen dem heutigen Legends-Video. Battle 50 Freezer, könnt ihr euch gerne abchecken. War ein hartes Ding. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, dieses Team showcasen zu können, weil auf dem ersten Anblick, Freunde, wie genial sieht das Team aus? Das sieht so geil aus. Sie haben Baby in der Rotation mit Silas. Funktioniert. Superboo in der Rotation mit Issei Janemba. Funktioniert aktuell auf JP. Zu den Global Issei Janemba News wissen wir noch nichts, Freunde. Ich hoffe, demnächst kommt irgendwas dazu. Morgen fängt die Dragon Warriors Campaign an. Dazu gibt es dann natürlich auch das müsst ihr tun Video. Und da wartet ihr eben drauf, was so alles reinkommt. Jedenfalls werden wir aber hier in dem Fall auch Issei Janemba sehen. Früher oder später sollte er hoffentlich noch natürlich auf jeden Fall zu Global kommen. Und wir haben den Free-to-Play Arms in der Rotation, beziehungsweise aus der Rotation rein und raus tun, ihn raussortieren. Gemeinsam mit physisch Kid Buu. Ich würde sagen, ich beruhige mich mal ein wenig und dann gucken wir uns erstmal hier an der Stelle ganz sachte die Charaktere an. Also Silas und Arms, um die beide wird es sich drehen, sind nämlich die zwei Dragon Ball Heroes Charaktere, die morgen auf der globalen Version erscheinen. Aber auch an sich ganz ehrlich, guck mal, Transformation Boost Super Buu. Shoutout an allenjenigen von euch, die mir quasi eine Freundschaftsanfrage gesendet haben, weil ich auf Twitter gefragt habe, ob welche sie haben und beziehungsweise ihn als, also den Super Buu als Friend mir zur Verfügung stellen könnten. Vielen lieben Dank dafür, weil ohne euch hätte ich hier jahrelang suchen müssen für einen Friend. Aber ansonsten schaut euch das Team mal an. So, ganz ehrlich, sieht doch voll geil aus. Und das Team funktioniert auch. Aber gut, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich meine, das werden wir gleich sehen, dass das ganze Team funktioniert. Nämlich, wir haben hier erstmal hier an der Stelle Silas. Er hat bei mir leider keine Dupes. Wenn ihr Dupes bei ihm habt, könnt ihr bei ihm auf Crit gehen. Rest Additional Attack. Mit dem Niederskill gibt er jedem Typus Ki plus 3 HP, Attack und Death 70%. Er macht immens Damage und verringert greatly die Verteidigung des Gegners. Mit der Passive bekommt er 100% auf den Angriff und auf die Verteidigung, wenn er eine Super Attack startet. Artificial Lifeform Charakteren gibt er Ki plus 1 auf den Angriff 20%. Time Travelers Charakteren Ki plus 1. 20% und fusioniert sich, wenn die Bedingungen stimmen. Ab Anbeginn der fünften Runde hat er eine Transformation. Gucken wir uns auch gleich an die Details dazu. Unser Linkskill haben wir Brainiacs Thirst for Conquest, sehr wichtig. Teilt er mit Baby Vegeta, sind 15% auf den Angriff. Big Bad Bosses teilt er auch mit Baby. Cold Judgment, Shocking Speed, Infighter, Shattering Limit teilt er auch mit Baby. Deswegen spielen wir ihn in der Rotation, aber auch, weil er nicht transformiert, durch die Passive Baby noch Ki plus 1 und 20% auf den Angriff gibt, weil Baby ja ein Artificial Lifeform Charakter ist. Sehr, sehr gut. Freue ich mich auf die Rotation. Ist auch zum ersten Mal, dass ich das Ganze hier testen werde. Katrüßer vertreten Transformation Boost, Time Travelers und er hatte hier an der Stelle, wie gesagt, noch eine Transformation. Ab Anbeginn der fünften Runde wird er hier zum Final Fantasy Version von, von Silas. Jedenfalls, was hat denn der gute Bursche drauf, beziehungsweise was ändert sich an der Stelle? Folgendes, die Passive und auch die Super Attack. Also Super Attack macht weiterhin immense Damage, aber nun tut er massively die Verteidigung des Gegners senken. Passive ist folgendermaßen, er gibt sich selbstständig Ki plus 3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 60%. Bekommt aber weitere zusätzliche 120% auf den Angriff und auf die Verteidigung, wenn er eine Super Attack startet. Und das Ganze verrechnet sich separat, beziehungsweise wird separat kalkuliert. Und deswegen kommt er auf einen Boost mit der Super Attack von Attack und Death 252%. Richtig gut auf jeden Fall. Deswegen freut es mich, den Boy zu sehen. Und wir haben den Free-to-Play Arms. Hier hab ich habe ihn auf 100% gebracht. 15 Crit, 11 Additional Attack. Was hat der Boy drauf? Und zwar gibt er den Extreme Class Charakteren Keep Aside HP Attack und der 40%. Er macht Supreme Damage mit der Super Attack und verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Mit der Passive hat er selbstständig Attack und der 50%. Gibt Extreme Class Verbündeten Keep Aside auf die Verteidigung 30%. Wichtig. Deswegen habe ich auch meinen Transformation Boost hier quasi mit Extreme Charakteren aufgebaut, damit das jeder bekommt. Aber zusätzlich dazu gibt er dann noch den Artificial Lifeform Charakteren durch seine Passive 30% auf den Angriff. Also Baby wird von ihm auf jeden Fall auch hier gut unterstützt, indem er quasi in die Rotation reinkommt. Deswegen tue ich ihn rein und raus, ein schöner Supporter für dieses Team. Linkskill Loyalty Metamorphosis hat er auch mit, was ist mit Baby teilt, sind 5% Heal sollten das sein. Richtig, richtig. Und dann hat er an der Stelle noch Tough as Nails. Big Bad Bosses, Kamehameha, Fear and Fate und Shattering Limit. Katrui ist er vertreten, Time Travelers, Transformation Boost und Artificial Lifeform. Also ihn könnt ihr auch zum Beispiel dann nutzen, wenn ihr mit Baby Vegeta als Leader spielt. Silas ist leider nicht in Artificial Lifeform Katrui, aber in den Transformation Boost Team. Dieses Team sieht so genial aus, Freunde. Und jetzt würde ich mich auf jeden Fall drum freuen, euch das Ganze auch zeigen zu können, dass das Team auch wirklich gut funktioniert. Let's go. Alles klar, Freunde, und da ich Piccolo immer noch nicht gezogen habe, bin ich in sein Event, um ihn hier einen reinzudrücken auf jeden Fall.
Jedenfalls, okay, die Rotationen sehen gar nicht mal so schlecht aus. Ich tue Silas rausrotieren, dann ist er in der anderen Rotation mit Baby und dann haben wir sofort eine geile Rotation für Baby. Mit Double Support sollte das auf jeden Fall klappen, richtig. In dieser Rotation behalte ich das folgendermaßen, apropos Issei Janemba, falls der ein oder andere sich fragt, ey, wir sind alle so scharf auf den, was hat denn der drauf? Folgendes, Freunde, mit der Pass ist folgendermaßen. Auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er immer 70%. Dann aktiviert er einen Guard gegen alle Angriffe. Und wenn er seinen Guard dann in der Runde aktiviert, tut er mit einer Medium Chance gegnerische Angriffe dodgen. Sowohl normale Angriffe als auch Super Angriffe für eine Runde. Aber hat dann für 4 Runden einen zusätzlichen Boost von 40% auf seinen Angriff. Und da das Ganze separat kalkuliert wird, kommt er auf 138% Angriff. Und dieser Boy ist sowas von offensiv stark, aber weit besser auch noch defensiv. Deswegen ist Issei Janemba, wirklich richtig geil, ein richtig geiler Charakter und ich hoffe, ja, er kommt mal demnächst, oder er bekommt demnächst auf Global auch sein Issei. Ansonsten haben wir, also es ist noch nicht seine volle Passive, aber ja. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich auf die Rotation, weil das funktioniert auch, die Rotation. Okay, Silas hier an der Stelle mit 800, also er hat keinen Dupe, aber es wird auf jeden Fall noch weitaus besser gleich werden, wenn wir ihn mit Baby paaren. Wenn wir ihn mit Baby in der Rotation halten. Vorne, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dürft ihr auf jeden Fall gerne ein Like geben und auch gerne ein Abo da lassen, falls ihr neu hier seid. Wir versuchen gerade die 30.000 Abonnenten zu erreichen und jeder Schuss ist auf jeden Fall an der Stelle willkommen und über jedem bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Jetzt, das ist eine schöne Rotation, weil Arms in der Rotation mit Baby ist richtig gut, weil er ihn auch noch supportet. Nicht nur mit dem Extreme Class Boost, sondern auch eben, weil ein Artificial Life im Charakter ist, bekommt er 30% auf den Angriff. Wie sieht es mit Arms aus hier? Bekommt gut Schaden, Typnachteil. Er ist ein Fit-to-Bell-Charakter, ist Supporter. Ich werde ihn eigentlich rein- und raussortieren. Ich warte nur, dass hier noch Silas reinkommt und wir dann eben Silas in der Rotation haben mit Baby und dann noch eine gute Rotation haben für Baby, indem wir dann quasi... Apropos Baby. Ich hätte vielleicht in ein Event reingehen sollen, wo ich gegen Sane oder Hybrid Sane kämpfe, wegen seiner Passive, ne? Jetzt hat er eben diesen zusätzlichen Boost nicht. Nicht schlimm, jetzt schaut mal, boah, jetzt bin ich auf Janemba gespannt, was sie auf dem Radar hat. Aber guck mal, ihr merkt auch schon, das Team funktioniert, das freut mich wirklich, so wie ich es gebaut habe. Und es ist eigentlich ein richtig geiles Team, aber Superbuff findet man dann so selten. Aber es funktioniert. Mein Janemba hat einen Dupe und das Geile ist auch die 2,4. Ein Dupe. Und das Geile ist auch, dass die meisten Charaktere Angriff senken, Verteidigung senken und so. Das ist das Geile an den Charakteren im Team. Jetzt, das wollte ich sehen, Freunde. Bam. Baby Vegeta in dieser Rotation. So, der 228, okay. Hier, 228, okay, dann lass mir den ganzen Mal so. Ich Idiot, ich wollte doch eigentlich Silas showcasen. Wenn ein Baby jetzt umhaut, ich glaube aber nicht, ich denke, der sollte jetzt überleben. Bin nämlich auch auf Silas Angriff jetzt hier gespannt. 2,7, sehr schön. Das ist nicht die volle Passive, weil wir nicht gegen Hybrid Sane und oder Saijin kämpfen. Piccolo überlebt das, Angriff Verteidigung gesenkt, das ist das Geile. Jetzt hat er Silas drauf. Achso, lol. Piccolo muss erstmal angreifen. Ja, total vergessen den Boy. Weil er mich auch vergessen hat und ich ihn nicht ziehe. Oh mein Gott. 1 Million ohne Dupes, nicht transformiert. Annehmen. Annehmen, Freunde. Aber nach der Transformation soll es auf jeden Fall deutlich besser aussehen. Und das bekommen wir dann in die nächste Runde hin. Das sieht geil aus, wie das gemacht hat, ne? Die kann man mehr. By the way, wer nicht weiß, wer Irms ist, ist eine künstliche Lebensform. Künstliche Lebensform, die. Soll ich euch spoilern? Warum ist mein Licht so komisch manchmal? Ich sehe so übel bleich aus. Das ist wegen der Kamera, Freunde. Nicht, dass ich bleich bin, okay? Ey, komisch, manchmal ist es echt so. Naja, wo war ich stehen geblieben? Okay. Ja, ich weiß, wo ich stehen geblieben war. Wegen Arms. Ja, das war einfach eine Kreatur von Silas. Silas hat ihn erschaffen, künstliche Lebensform. Und dieser Arms hat Freezer absorbiert, Cell absorbiert, Hit absorbiert und Goku Black. Deswegen sieht er im Endeffekt so aus, wie er aussieht. Weil die letzten zwei Charaktere Goku Black und Hit waren. Genau. Und zum Schluss hat sich dann, also zu Silas Transformation, zu der es gleich kommt, zum Schluss hat er dann Silas Arms absorbiert. Und dann kam es eben zu, hier, Final Fantasy Silas. Oh mein Gott, wie ist der, so wie er aussieht in Final Fantasy? Sephiroth, kann das sein? Könnt mich gerne wissen lassen. Oh, das ist eine schöne Rotation jetzt. Das ist jetzt eine schöne Rotation. Genau das. Aber wir haben jetzt Kid Boost. Ah, wir haben aber keinen Big Bad Bosses. Hätte ich vielleicht Baby nach links stellen sollen? Naja, nicht schlimm. Gucken wir mal. So, Sephiroth. Ich meine, sie lassen das. Was hast du jetzt hier drauf? Was denkt? Ja, okay. Ja, er hat seinen normalen Boost, den vom Super Attack noch nicht. Deswegen wird er vielleicht gut Schaden bekommen. Die haben aber Typenvorteil.
Ja, ist gut getankt. Aber jetzt 1,9 ohne Dupe, ohne Big Bad Bosses. Heißt, ohne Dupe mit Big Bad Bosses kommt er in der Rotation auf mehr als 2 Millionen. Das gefällt mir. Das gefällt mir, um ehrlich zu sein. Korrekt, sehr schön. Das gefällt mir mit dem Boy. Das würde ich gerne noch sehen. Das werde ich am Ende noch hinzufügen, auf jeden Fall. Und noch, wenn wir gegen Sane kämpfen mit Baby, weil da macht es sich auf jeden Fall auch gut. Es sei denn, kriege ich das hin? Ich versuche es mal vielleicht hier hinzubekommen, dass ich vielleicht das mit Silas und Big Bad Boss jetzt schon sehe. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, nee, die nehmen den auseinander. Sowohl du als auch Team. Versuchen wir es mal. Komm, versuchen wir es mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wir müssen das Event ja eh schaffen. Wenn es dazu kommt, dann haben wir das auch noch heute gesehen. Oh, er hat es geheilt. Okay, gut. Dann haben wir das heute auch noch gesehen. Und dann... ja, guck ich mal, dass ich vielleicht Baby in diesem Team gut präsentiere, wenn ich doch Friends finde. Danke, by the way, wie gesagt, für all diejenigen, die mir gestellt haben. Gut, Big Bad Boss sollte jetzt aktiv sein. Aber Janemba muss... hey, du sollst dich auch zurückhalten, my boy. Jeder soll sich jetzt zurückhalten, bitte. Angriff und Verteidigung gesenkt, das ist das Gestörte. Janemba, kein Crit oder so, alles gut. Du hast zwar einen Dupe, aber... ja, passt so. Und Super Boo... oh, der hat einen Dupe, der Friend. Was hat der auf dem Radar eigentlich? Der kann er vielleicht umbauen. 1,8, ich glaube, der ist raus, Piccolo, oder? Dem alles gesenkt, Angriff, Verteidigung, alles. Lassen Sie das. GG. Oh, jawohl, das ist richtig geil. Okay, ab hier fange ich an. Ich wollte nämlich eigentlich das gute Szenario zur Schau bringen. Aber das ist auch geil, weil Buculo ist jetzt quasi ein Charakter, der jetzt jedem Verbündeten Key plus 3 gibt. Und den kann ich jetzt auch ganz schön rein und raus sortieren. Er hielt auch noch an der Stelle, hat Attack 100%, gibt dem jeden Verbündeten Key plus 3 30%. Das ist geil, sehr schön. Dann muss ich aber Folgendes beachten. Und zwar will ich tatsächlich das Ganze mal so behalten. Will ich das so? Oder eher so? Eher so, weil ich will nicht unter 40% droppen. Ich will nicht, dass Baby sich transformiert. Beziehungsweise zum Great Ape wird, weil ich sehen will, wie eben Baby und Silas sich mit Big Bad Boss macht in der Operation. Und vor allem, da wir jetzt noch gegen Sync in Saijin kämpfen, bekommt er Baby noch einen zusätzlichen Boost. Gucken wir mal gleich an, wie viel das genau waren. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber können wir ja nachschauen, alles schön und easy. Und dementsprechend, ja, korrekt, das freut mich, diese Ausgangssituation. Mach mal von hier weiter, ich bin im vierfachen Vegeta-Event. Genau, 2,63. Oh mein Gott. Der Junge ist ein Monster und das war nicht mal mit seiner vollen Passive. Das war nicht mal mit seiner vollen Passive, weil er Big Bad Boss hatte, waren 2,6. Oder war es mit seiner vollen Passive? Ich will mal nichts falsch erzählen. Ich will nichts falsch erzählen. Kann sein, dass es sogar mit seiner Pass war. Ich habe echt nicht drauf geachtet, ob er angegriffen wurde oder nicht zuvor. Aber gut. Jetzt. Oh. Okay. Sehr schöne Rotation. Wir haben hier nämlich Big Bad Bossorino. 1-0. 1-0. Okay, sehr schön. Dann machen wir das Ganze mal so. Lass uns hier mal... ja, ich bekomme eh nur einen Angriff durch. Wir wissen nämlich, was Silas... vielleicht hätte ich gucken sollen, was Baby hier eher drauf hat, weil... ich habe Arms in der Rotation, da gibt 30% für Baby. Ja, ich tue das mal ganz kurz resetten. Ich bekomme nicht auf eine Ultra-Super-Attack, GG. Geh zum G, Baby. Was soll das? Baby. Why? Bekommt, by the way, zusätzlich 50%. Keep us 3, 50%. Wenn er gegen einen Zane kämpft und oder dann nochmal zusätzlich, wenn er gegen Hybrid-Zane kämpft. Oder halt und oder. Ja, lol, ich bekomme jetzt nicht auf die Ulti, Mann. Was soll das? In der Mitte schon. Ja, umsonst geresettet, let's go. War schön, Leute, kommt ihr alle, lol? Okay, weiter geht's. Ja, was soll's, schade, schade, schade. Egal, das sehen wir hoffentlich noch im Laufe des Kampfes. 1,79, sehr schön, ohne Dupe, nehme ich sowas von an. Bam, und ohne Supporter so gesehen. Weil, also Angriffssupporter, ohne Angriffssupporter. Okay, nicht schlecht. Und hier, ah, Gotenks hat der, okay. Wir haben einen Buculo, das gefällt mir. Aber vielfach Vegeta muss jetzt leiden. Mach mal den Boy raus. Nehme ich mit dem das hier. Also ich nehme absichtlich nicht vom selben Typen, weil ich mich nicht heilen will. Weil ich eigentlich Big Bad Bosses haben will. Und das auch Baby noch sehen will. Wir haben nämlich jetzt auch noch Typenvorteil mit Baby. Genau.
Also, gegen Vegeta meine ich. Mann, wieso sehe ich so bleich aus? Was, ist da, was macht die Kamera für Farben? Das ist eigentlich... Hä? Komisch, echt komisch. Naja. Leute, ansonsten hoffe ich, euch allen geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgebracht, ihr merkt es, weil, wie gesagt, wegen dem Legends-Video. Battle 50 Freezy ging schon relativ lang. Bin ich hier? Habe ich hier jetzt noch trotzdem Big Bad Boss Orino? Yes, habe ich. Und jetzt will ich aber hier mal eine absolute Zerstörung sehen. 24 Key, leider kein Supporter am Start. Für Baby gegen Vegeta. Und was kommt der? 3,3 ohne Supporter. Junge, das ist LR Baby. Rein mit dir. Und das Ding funktioniert auch so gut in der Rotation mit Silas. Vor der Transformation und auch nach der Transformation. Und in diesem Team auch. Ja, das ist so geil einfach nur. Es ist so geil einfach nur. Jetzt habe ich Big Bad Boss verloren, aber nicht schlimm. Es ist so geil einfach nur, das so zu sehen, dass das so funktioniert. Mann, schade, dass Transforming Buu so selten in der Friendness ist. Ohne Spaß, schade. Falls ihr aber Friendness oder Friends suchen wollt, zum Beispiel in meinem Discord-Server, gibt es einen Channel dazu. Ihr könnt euch gerne abchecken und euch da gegenseitig auch die Friend-IDs austauschen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ich habe schon vieles gesehen, was ich sehen wollte. Macht man das Event einfach noch fertig, einfach weil wir schon drin sind und dann machen wir Schluss für heute. Nächste Woche haben wir noch Kid Buu drin, aber wir sind jetzt unter. Wir sind leider nicht. Ja, also er gibt nicht den 50% Boost, weil wir nicht mehr über 80 sind. Ideal wäre es, wenn ich 80 wäre und dann runterfall Big Bad Boss aktiviere. Ist nicht der Fall gewesen, egal, nicht schlimm. Wir sehen hier trotzdem noch auf jeden Fall was Gutes, sowohl für Silas als auch für Baby. Wir haben jetzt mit Kid Buu den 30% Support Aspekt. Haben aber Big Bad Bosses für die Charaktere, let's go. Was hat Silas jetzt drauf ohne Dupe? 2,1, wusstest du doch. Krass, der kommt ohne Dupe auf 2 Millionen. Gefällt mir. 3,7! Genau das. Baby Vegeta, Alter, der ist so genial. Raus mit dir, Vegeta. Ja, Leute, so viel dann auch zum Ende des Videos. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das könnt ihr von Silas und Arms erwarten. Also genau, ich bin drauf gespannt, wie das Ganze morgen verlaufen wird. Das müsst ihr tun, Video kommt dann morgen für euch auch mit all den News, damit ihr auch wisst, okay, so sieht das Banner aus und so fort. Darauf gehen wir dann näher ein. Aber das könnt ihr von den Charakteren erwarten, vor allem Arms als Free-to-Play-Charakter, wirklich ein sehr guter Supporter. Silas, wenn man ihn hat, sehr gut in der Rotation mit Baby beispielsweise. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Lasst mich wissen, was haltet ihr von den Charakteren. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.